Folge 218 von Simotrans. Wir hatten letztes Mal die Städtetour gemacht und haben dann Haltestellen ausgebaut. Davor hatten wir zugesehen, warte mal, wo sind wir jetzt hier? Adenau. Das heißt, vorher hatten wir die Bäckerei gehabt, die hier unten ist. Und die kriegt alles jetzt, ne? Und der Markt wird bedient und der Marktplatz wird auch bedient. Wo ist denn der Marktplatz? Achso, den hatten wir ja hier errichtet, alles klar. Gut, Geflügelhof gehen wir jetzt mal gucken, dann denke ich mal. Das war ja damals auch schon so ein Ding. Da müssen wir mal gucken. Aber alle nehmen was ab, ne? Tierfutterfabrik bringt was, Marktplatz, Bäckerei und Markt bekommen was. Gut, das ist dann auch erledigt. So, dann haben wir hier gerade den Marktplatz. Wird aber wohl auch alles bedient. Dann hatten wir hier unten den Dingens, ja. Wer ist es? Die Bäckerei, wo auch alles gemacht ist. Dann gehen wir mal zur Klosterbrauerei. Ja. Die bekommen von denen alle, wird aber gerade nichts angeliefert, weil wahrscheinlich schon reichlich da ist, wie wir hier oben sehen. Das ist auch durch. Dann haben wir hier oben die Mühle. Ist auch wohl alles angeschlossen. Die Bäckerei kriegt das Mehl und diese Getreidehöfe werden hier anliefern oder können hier anliefern. Geht aber nicht wegen, sag schon, ne? Voll. So, hier ist die Bäckerei bringt was. Wir haben jetzt hier Backwaren. Aber warte mal, wir haben ja oben den Marktplatz in Adenau. Ist denn da? Da ist bestimmt noch was machbar, oder? Da sollten wir nochmal reingucken erst. Wo ist er? Da ist er. Hier sind ja noch ganz viele Sachen. Hier werden noch gar keine Backwaren angeliefert. Oder doch? Und zu wenig? Oder wie ist das? Das ist jetzt die Frage. Bier können wir auf jeden Fall hier liefern. Eier, Südfrüchte, Milch, Textilien, Obst, Geflügel. Selbst das Geflügel wird da nicht hingebracht. Da ist der Hof. Connections. Waren die angelegt werden können? Linien, die diese Haltestelle anfahren? Der Bier-LKW kommt hier tatsächlich hin. Eier und Südfrüchte bringt er. Ich dachte, das wäre der Bier-LKW. Südfrüchte. Interessant. Südfrüchte und Eier werden angeliefert. Wo sitzen die da? Und der ist wohl der Nächste, der da ankommt, ne? Folgt den mal gerade. Sonst passiert hier nichts. Direkte Verkehrsverbindung. Da ist doch wieder was schiefgelaufen dann, oder? Bedient Linie LKW, bedient Linie LKW. Doch, nee, dann passt das wohl, oder? So, jetzt ist er gleich da. Dann gibt es hier Südfrüchte. Das war der Südfrüchte-LKW, ne? Genau. Und er, wo fährt er rum? Er kommt gerade an und bringt noch zusätzlich Eier. Eier und Südfrüchte, gut. Dann lass uns einen Geflügel-LKW noch chartern. Das ist da. Die können wir weglassen.
Da brauchen wir jetzt hier unten dann das Fahrzeugdepot. Und zwar ein LKW. Und zwar ein Geflügel-LKW. Da machen wir mal hier Geflügel. Oh, was ist das für ein Fehler? Der gefällt mir nicht, das ist doof. Haushaltsgeräte. Da sind sie. 16 Paletten, 8 Paletten. Das heißt, wir nehmen den, der passt schon. Und geht da noch ein Anhänger dran? Ja. 18 Paletten, 20 Paletten und 12 Paletten. Dann wird ja der hier am meisten Sinn machen. Und dann kriegt der einen Fahrplan. Und zwar Jens nach da oben, wieder zum Geflügelhof. Da. Nach. Ich hoffe, der kann da anhalten, ne? Und lädt auch alles aus und ein und so, ne? Es gibt eine neue Linie. Geflügel. Adenau. Sieht wohl gut aus. Flügel Adenau und starten. Da kommt er gerade raus. Und da haben wir ihn auch am Haken. Der bringt Kühlwaren rum. Gut, okay, der ist dann schon gemacht. Dann gehen wir wieder zum Marktplatz. Und schauen, was noch machbar ist. Ja, Backwaren, ne? Die Bäckerei ist aber hier angegeben. Geflügelhof ist auch jetzt dran. War der vorher auch schon dran? Weiß ich nicht. Brauerei ist dran. Importeur ist dran. Und der Bauernhof hier. Was bringt denn der Bauernhof? Obst? Vieh, Milch und Eier. Okay, die Milch kommt dann da weg. Okay. Backwaren ist klar, Eier ist klar, Bier ist klar, Südfrüchte ist klar, Milch ist wohl auch klar. Textilien sind nicht klar. Obst, weiß ich nicht, wo das Obst wegkommt. Ist dann wohl noch nicht dabei. Und die Textilien natürlich auch nicht, ne? So, hier wird ja wunderbar gebracht und der holt jetzt hier was ab, oder? Ja, 27 Eier. Was hat er? Er hat die Milch, ne? Ja, auch, die läuft auch. Gut, das ist dann soweit gut. Der könnte mal da gerade die Geflügelzeug da einbringen. Na gut, dann gehen wir hier gerade nochmal am Markt gucken. So, hier sind Backwaren unterwegs. Hier ist Bier gerade angekommen. Eier sind noch da. Südfrüchte werden hier bestimmt auch hingebracht. Die Milch wird hier auch hingebracht. Textilien und Obst sind nicht hier. Da müssen wir gucken, wo das ist. Mühle hatten wir geguckt. Hier oben ist noch irgendwas. Aber das ist die Brauerei. Dann haben wir hier unten noch den Getreidehof. Aber der wird ja auch abgefrühstückt. Hier ist die Zuckerrübenfabrik. Und war hier noch ein Schrottplatz oder war ja das zweite? Hier waren noch zwei Sachen, ne? Oder vertue ich mich da?
Hier ist die Zuckerrübenfabrik. Oh, das war jetzt nur ein bisschen viel, ne? Aber naja, wir können dann so auf jeden Fall mehr sehen. Hey. Aber hier kriege ich dann nicht mit hier. Wo ist denn das Symbol, wo ich dann, ne? Da zeigt er mir ja nichts mehr an, oder was? Das ist ja voll doof, ne? Markt. Ah, doch, hier gibt es die Kennlinien. Zu der Mühle, zu der Mühle, zu der Brauerei. Alles klar. Und hier ist nur die Zuckerrübenfabrik, die da was hinbringt. Hier hat man noch einen Getreidehof. Und eine Mühle und ein Getreidehof. Hier gibt es die Zuckerrüben. Da ist der Wald, da ist Papier durchgegeben gibt. Hier ist der Importeur, hier ist noch ein Bauernhof. Hier war noch eine Bohrinsel, die funktioniert aber auch. Da ist die Tierfutterfabrik. Da ist ein Ölfeld, da ist die Verpackungshersteller. Gut, gehen wir weiter nach rechts. Hier haben wir nichts, gar nichts. Hier war der Schrott, ne? Der aber auch nicht angezeigt wird. Was ist das? U-Bahn Alex Eingang, okay. Schmiedehafen. Ah, da ist er, okay. Da ist der Schrottplatz. Ja, der wird auch beliefert, ne? So, das bedeutet jetzt. Gibt's hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ne, hier haben wir nichts mehr. In Floto gab's auch nichts, oder? In Baldeck. Hier gibt's ja auch nichts. Das war nur Stadt. Genau, schicke Uhr hier. Wohnturm Wittenberge. Sehr interessant. Gut, oben Riedenburg war auch nur ein Schrottplatz. Ah, das ist jetzt doof. Hier war da auch der Schrottplatz. Da ist er. Hier war der Baumarkt. Baustofflager. Das ist ein Endabnehmer, ne? Sägewerk, Chemiewerk. Betonfertigteile. Okay, da ist bestimmt noch was zu machen dann. Die Betonfertigteile haben wir, glaube ich, nicht. Die Farben werden gemacht, die Bretter werden gemacht, aber Zement wird zum Beispiel nicht gemacht. Jetzt ist die Frage, wo kommt das weg? Zement. Dann müssen wir wieder ein Zementwerk haben. Ja, einmal städtisch. Einmal hier, einmal da. Industrieanlagen bauen. Und was haben wir hier mit Zementwerk? So sieht's aus. Das andere ist das. Finde ich viel cooler. Süddeutsch. 1960. Das neue. Ja. Ah, bis 2300 wird das gebaut und das andere bis ab, gemalt von Red Hair Rabbit. Die 2004 hat das gemacht. Ja.
Also ich finde das viel, viel, viel cooler so mit dieser Röhre und die sich dreht und so. Hier in der Soester Börde, da weiß ich, dass da gibt's da sowas auch. So fährt man so schön an der Autobahn 44 lang, dann sieht man die Nacht so wunderbar leuchten. Ja, die nehmen wir. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das irgendwo... Warte mal, was war hier unten? Ach so, das, ich wollte gerade sagen, wir haben kein Geld mehr, aber das ist ja die Stadt, die das Geld haben muss, ne? Jetzt fehlt mir natürlich nur der Dingens, Zufallszahlen und sowas, aber ich sehe gerade, wir sind erstmal bei einer Viertelstunde hier. Ich glaube, wir lassen das erstmal so, wie es ist und werden das Zementwerk in der nächsten Folge dann machen. Ich denke mal, dann habe ich das soweit, dass wir dann auch die Zufallszahlen haben und so weiter und so fort, damit wir gucken, wo es hinkommt und so. Und das kriegen wir dann in der nächsten Folge alles geregelt. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, genauso wie dieses Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.